Zum Abschluss der Missbrauchskonferenz im Vatikan hat Papst Franziskus den sexuellen Missbrauch von Kindern mit Menschenopfern gleichgesetzt. Kindesmissbrauch erinnere ihn an die einst weit verbreitete grausame Praxis, Menschen in heidnischen Ritualen zu opfern, sagt das Kirchenoberhaupt. Oft seien Kinder die Opfer gewesen. Laut Franziskus ist die Unmenschlichkeit des Kindesmissbrauchs in der Kirche noch schwerwiegender und skandalöser, weil dies im Gegensatz zu ihrer moralischen Autorität und ihrer ethischen Glaubwürdigkeit steht. Ein Priester, der Kinder missbrauche, werde zu einem Werkzeug Satans. Papst Franziskus hatte die viertägige Konferenz am Donnerstag mit einem Ruf nach konkreten und wirksamen Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch eröffnet. Auf seine Einladung waren die weltweit 114 Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenzen nach Rom gereist.